Hallo ihr hübschen Menschen und meine Fresse, was war da letzte Woche wieder alles los? Allein das Referendum in der Türkei, wo es darum ging, Präsident Erdogan noch mehr Macht einzuräumen, als er ohnehin schon hat. Interessant dabei ist, dass die großen türkischen Metropolen, also wie beispielsweise Istanbul, Ankara und Izmir, zu großen Teilen mit Nein votierten. Dennoch, die Wahl ging zugunsten Präsident Erdogans aus mit wahnsinnig knappen 51,4% zu klar knapp 48,6% Gegenstimmen. Damit räumen die Wähler in der Türkei Erdogan endgültig ein, Staats- und Regierungschef zu werden. Er kann zukünftig eigene Gesetze erlassen und durchsetzen und Beamte, Richter, Polizisten und Militär einsetzen, aus dem Amt nehmen, entlassen und wieder einsetzen, wie er will. Generell bekommt er die Hoheit über die Exekutive, kann also noch leichter als je zuvor kritische Stimmen hinter Gitter bringen, kritische Journalisten inhaftieren, einsperren, was das Zeug hält und natürlich auch politische Gegner denunzieren und verbannen. Klar, damit wird die Türkei dann endgültig zur Autokratie mit Präsident Erdogan als Alleinherrscher. Besonders perfide dabei ist, wie ich finde, dass die Wahl in der Türkei so unfassbar knapp war, während eine unglaubliche Mehrheit der Türken in Deutschland für das Regime Erdogans gestimmt hat. Ganz ehrlich, man kann doch nicht für ein autokratisches System stimmen, das die Todesstrafe wieder einführt, das für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit steht, kritische Journalisten einsperrt, das politische Konkurrenten ohne Prozess denunziert und aus dem Weg räumt, während man in Deutschland gemütlich seinen demokratischen Rechten frönt. Also eben all diese demokratischen Rechte in einem Land fordert und auch nutzt, um sie im eigenen Heimatland abzuschaffen. Das geht nicht in meinen verdammten Kopf! Jetzt ist allerdings erstmal abzuwarten, wie es weitergeht, denn die Opposition und politische Gegner Erdogans protestieren heftigst weiter. Sie gehen weiterhin auf die Straßen, rufen lauthals ihre Meinung heraus und beweisen damit Mut, auch wenn sie jederzeit Gefahr laufen, inhaftiert zu werden, denn natürlich will Präsident Erdogan den Ausnahmezustand vorerst verlängern. Auch die OSZE, die sogenannte Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat Zweifel an der Fairness der Abstimmung und will neu auszählen lassen. Das wiederum wird Präsident Erdogan wohl kaum zulassen wollen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist ein Land, das so dermaßen gespalten ist bei einer Entscheidung, die fast 50-50 abgelaufen ist, fast überhaupt regierbar? Und wenn ja, wie? Erdogan hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er, um sein Regime zu stärken, im Prinzip nur Mittel wie Einschüchterung, Inhaftierungen, Entlassungen und eben das Verbreiten von Angst zur Verfügung hat. So allerdings, sind wir doch mal realistisch, lässt sich ein Land doch nicht regieren, geschweige denn stabilisieren. Erdogan sitzt meiner Meinung nach auf einem Pulverfass. Gute Überleitung. Auf einem Pulverfass sitzt momentan wohl auch Frauke Petri, also die Chefin der AfD. Der droht nämlich ihre eigene Partei gerade ganz gehörig um die Ohren zu fliegen. Nachdem ihr viele Mitglieder aus den eigenen Reihen wohl doch zu sehr weit rechts außen positioniert zu sein scheinen, wäre der Satz gewesen, den ich sagen wollte, wurde versucht, mit dem Rauswurf von Björn Höcke nach seinen doch mehr als umstrittenen Reden und Eskapaden wieder Linie in die Partei zu bringen. Tja, was soll ich sagen? Das ist so eine Bumerangschelle, die jetzt dermaßen wieder zurückgefeuert kommt, denn Petri wird dafür aus den eigenen Reihen schärfstens kritisiert. Ich erinnere nur an die kullernden Tränchen auf dem eigenen Parteitag. Mehrere Petri-Gegner aus dem sehr rechten Flügel der AfD wollen nun gegen sie antreten und ihre alleinige Kandidatur als Parteichefin gefährden und tüfteln dafür laut Informationen des Spiegels in geheimen Treffen an einer Strategie, ihre Spitzenkandidatur zu zerreißen. Was soll ich sagen? Es scheint nun doch so, als zerlege sich die AfD langsam aber sicher selbst und da lehne ich mich doch vorerst zurück und grab Popcorn und watch the world. Oder besser gesagt, und watch the AfD burn. Burn. Ich werf Popcorn ins Feuer. Das. Weiter im Text. Wo wir gerade schon beim Thema Parteichefs sind, Trump hat auch bewiesen, was er wirklich kann. Nämlich Stuss quatschen und andere Länder kaputt bomben. Oh. Nach den 59 Tomahawk-Raketen auf eine syrische Luftwaffenbasis schmiss er jetzt eine 11 Tonnen schwere Bombe, die MOAB, M-O-A-B, die sogenannte Massive Ordnance Air Blast, kurz gesagt die größte nicht-nukleare Bombe aller Zeiten, auf eine IS-Zentrale in Afghanistan. Ganz ehrlich, Freunde, dass das Ding MOAB abgekürzt wird, ist doch kein Zufall. Innerhalb des US-Militärs wird das Ding Mother of All Bombs genannt. Und ganz ehrlich, kann mir keine Sau erzählen, dass das nicht gewollt war. Da hat sich doch das Ingenieursteam vorher gedacht, Alter Leute, das ist die Mother of All Bombs. Geil. Ja, das können wir so nicht nennen. MOAB, wofür könnten das noch stehen? Massive Ordnance Air Blast. Keine Ahnung, schreibt das drauf, ist gut genug, lol. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Nun kann man davon halten, also dass Präsident Trump
wie in seinem Wahlkampf versprochen, den IS niederbombt und zerknüppelt, wo es nur geht, erstmal halten, was man will. Besorgniserregend ist doch eher der Fakt, dass sein Militärstab dafür keine Freigabe brauchte. Und auch keine hatte, weil sie mussten nicht mehr fragen. Und das wiederum liegt daran, dass sein Militär für das Abwerfen gigantischer Bomben auf fremde Länder so eine Art Darfschein von Papa Trump gekriegt hat. Bomben und Sprengen nach eigenem Ermessen. Ach du Scheiße, das sollte man schnellstmöglich ändern. Wenn ich da an Nordkorea denke beispielsweise, die aktuell ja nicht nur gegen China hetzen, sondern immer wieder Möglichkeiten suchen, gerade die USA zu provozieren. Und dann wiederum daran denke, dass irgendwelche US-Militärfritzen den Darfschein von Papa Trump für das Kaputtmachen ganzer Städte haben, dann wird mir ein bisschen schlecht. Im Übrigen hat die Mother of All Bombs einen Stückpreis von ca. 16 Millionen US-Dollar. Naja, aber Hauptsache man schafft die Krankenversicherung für jedermann wieder ab und kürzt massiv am Bildungsbudget. Kein Problem. Apropos Budget. Viel Budget von Unternehmen geht für Werbung drauf. Geile Überleitung. Und mit dieser Werbung versuchen besagte Unternehmen, sich dann natürlich immer wieder in den Kopf ihrer Kunden zu knüppeln. So auch die Fastfood-Kette Burger King. Die haben in verschiedenen audiovisuellen, also Internet und Fernsehen und so, US-Medien, einen Werbeclip zu ihrem Whopper geschalten. Und dieser Werbeclip beinhaltet am Ende dann folgenden Satz. Okay, Google. What is the Whopper Burger? Ausgefuchst, das muss ich schon sagen, denn dieser letzte Satz soll jedes Gerät mit Google Spracherkennungssoftware triggern, wie beispielsweise eben Smartphones oder das Google Home Device. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass außerhalb der eigentlichen kurzen Werbung weiter Werbung gemacht wird, da die Google-Geräte dann Informationen zum Whopper-Preis geben. An sich auf jeden Fall ein wahnsinnig cleverer Move, viele Leute haben sich trotzdem extrem darüber aufgeregt. Nun, was soll man sagen, wer reitet da an in schillernder Rüstung? Oh, es ist das Internet. Mit seiner Troll-Army. Findige Leute fanden nämlich recht schnell heraus, dass dieser Befehl lediglich den Wikipedia-Eintrag des Whoppers vorliest. Und natürlich, Trolle stürzten sich darauf und haben genau diesen Wikipedia-Beitrag etwas überarbeitet. So waren die Hauptbestandteile des Whoppers in diesem Wikipedia-Artikel, der durch die Werbung getriggert und dem Kunden vorgelesen werden sollte, plötzlich Ratten, Menschenfleisch, Fußnägel oder todbringende Gifte. Wer weiß das schon. Woraus die Soßen laut der Troll-Army gemacht wurden, will ich hier gar nicht wiedergeben. Da wird mir nur das Video gesperrt. Burger King rudert nun natürlich so schnell sie können kräftig zurück, distanziert sich von diesen Wikipedia-Einträgen. Ich persönlich habe einfach nur lauthals lachen müssen und ich muss sagen, wer sich mit dem Internet anlegen will, weil er denkt, er wäre so clever und könne da irgendwie eine Werbung platzieren, außerhalb der eigentlichen Werbung, ganz ehrlich Freunde, der muss auch das Echo vertragen. So, wir bleiben noch kurz bei Internet-Trollen, allerdings die von der weniger lustigen Sorte. Swatting. Also Livestreamern, die Polizei oder irgendwelche Sonderkommandos auf den Hals hetzen in Form von falschen Beschuldigungen, gefakten Anrufen etc. erfreut sich leider immer noch großer Beliebtheit bei vielen Idioten im Netz. Im US-Bundesstaat Maryland kam es jetzt allerdings zu einem besonders heftigen Vorfall. Ein Zuschauer eines Gaming-Livestreams hatte die Polizei vor Ort informiert und behauptet, der Livestreamer hätte Geiseln vor Ort, die er töten würde, würde man ihm nicht eine Tasche mit Lösegeld überreichen. Die Story war natürlich absolut zusammengesponnen, was die Polizei im ersten Atemzug überhaupt nicht wissen kann und daraufhin stürmte ein Antiterrorkommando das Haus und was soll ich sagen, man fackelte nicht lang. Man überwältigte den Streamer, schoss ihm mit mehreren Gummigeschossen ins Gesicht, brach sogar einige Gesichtsknochen, malträtierte ihn mit Schlägen und setzte ihn am Boden fest. Erst viel zu spät hat man mitgeschnitten, dass es sich um überhaupt keine Bedrohungssituation handelt. Jetzt im Nachhinein wird sowohl das Verhalten der Einsatztruppe untersucht, vor allem aber hat man den Anruf zurückverfolgt und somit denjenigen, der für diesen Einsatz verantwortlich war, ausfindig gemacht. Dem Swatter drohen nun also mehrere Jahre, im Härtefall bis zu 20 Jahre Haft. In diesem Falle hat er sich unter anderem der Verschwörung zur Herstellung falscher Informationen an die Polizei schuldig gemacht, von der Körperverletzung des Opfers mal ganz zu schweigen. Was meint ihr? 20 Jahre Haft für ein Internet-Prank, für Swatting? Ist das zu viel? Ist das zu hart oder ist das ein gutes Beispiel, dass man so eine Scheiße gefälligst sein zu lassen hat? Oder sagt ihr, naja, also diese Einsatztruppe trägt mindestens genauso viel Mitschuld, da kann man dem Troll nicht alleine das ganze Ding in die Schuhe schieben. Stimmt da gerne mal ab und unterhaltet euch wie über alle anderen Themen super gerne in den Kommentaren. Ich bin mega gespannt, da zu lesen. Bis dahin, Freunde, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr jetzt noch Bock auf Videos habt, checkt FlipFloid, meinen Vlog-Channel aus oder unseren Gaming-Kanal Dr. Freud. Da kam und kommt und wird kommen eine ganze Menge. Bis dahin, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's nicht gut, macht's besser. Ich freue mich über jeden Support, jeden Daumen hoch, jedes Abo. Willkommen an Bord. Und jetzt Community High Five in 3, 2, 1, BAM!
Dennoch, die Wahl ging zugunsten Erdogans. Dennoch, die Wahl ging zugunsten Erdogans aus mit sehr knappen 41... vor allem. Knapp. Damit räumen die Wähler in der Türkei Erdogan tatsächlich ein, nicht nur Staats-, sondern... Dazu... Besonders perfide ist dabei allerdings, wie ich finde, dass sie aus... Besonders perfide... Auf einem Pulverpass... Auf einem Pulverfass sitzt momentan wohl auch Frauke Petri. Wollen nun gegen sie antreten und ihre alleinige Kandidatur... Mal Butter bei die Fische. Nun kann man davon, dass... Mal Butter bei die... Mal... Und das wiederum liegt daran, dass sein Militär für das Abwurfen gigantisch... Und dann wiederum daran denke, dass irgendwelche US-Militärfritzen die Freigabe und den Dürfsche... Ausgefuchst. Denn die da... Jedes Google-spracherkennungsfähige Gerät...